Ja, hallo, Test 1, 2, 3, 4. Alle sind wir hier. Ja, diese Sendung ist urheberrechtlich geschützt und Kanal Telemedial wirkt bewusstseinserweiternd und kann plötzliche Veränderungen in Ihrem Leben hervorrufen. Dafür nehme ich und auch meine Firmen und Kanal Telemedial keine Haftung. Sie sind selbst dafür verantwortlich, wenn Sie jetzt Kanal Telemedial weiterschauen und sich Ihr Leben verändert. Wollen Sie, dass Ihr Leben bleibt, wie es ist, schalten Sie ab, denn sonst wirkt Kanal Telemedial für Sie nicht nur bewusstseinserweiternd, sondern auch gefährlich. Also lassen Sie die Finger von Kanal Telemedial. Wenn Ihnen Ihr Leben im Moment recht lieb und gut ist, es könnte sich plötzlich ohne Vorwarnungen verändern. Hallo, liebe telemediale Freunde, wir sind happy, wir haben Livestream und mit unserem neuen Digital-HD-System testen wir gerade im Studio. Wir werden auch im Studio in Zukunft ab und zu in Digital HD produzieren, aber natürlich bekommt ihr auch weiterhin klassische Analogqualität von Kanal Telemedial, wie ihr es gewohnt seid, mit den üblichen Pleiten, Pech und Pannenfehlern, weil wir eben Fernsehen machen, weil wir und wie und wann wir Lust haben. Und heute sind wir im Studio und heute Morgen hatte ich zwei Fehlprogrammierungen in Sachen Glaubensbekenntnis, katholische Kirche und Papst am Sonntag entdeckt. Und jetzt geht es noch auf einen Tag, nämlich zum Fußball. Fußball, was hat Fußball mit Telemedial zu tun? Erstmal gar nichts, aber wenn man dann weiß, es gibt die Lichtgestalt Kaiser Franz, nicht Josef, sondern Beckenbauer. Und ihr wisst, mit der Band Hua Chai Ha haben wir in dem Musical Die Reise auch den Sissi Rock und unter anderem den Song Ich bin die Petze vom Vatikan, übrigens auch bei uns auf unserer On-Demand-Plattform zum Uploaden. Da haben wir es ja schon angedeutet, was sich dann so in Wirklichkeit alles ergeben hat, habe ich angesprochen. Nun, die Geschichte von Sisi, die ist lang aus telemedialer Sicht. Ich habe sie auch schon auf anderen Sendungen davon berichtet. Heute kürze ich es ab und wir müssen wissen, dass der Kaiser Franz ein Österreicher war und kein Deutscher und dass die Liebe der deutschen Frauen zur Kaiserin Sisi sehr verletzt wurde, als sie durch einen italienischen Attentäter ermordet wurde. Ganz gezielt wurde ihr mit einer schmalen Feile durch die Rippen auf der Promenade am Genfer See ins Herz gestochen und damit wurde der Herzmuskel angestochen und die Herztasche lief voll und sie erlag auf dem Boot am Herzstillstand nach 3 Stunden. Ihr Mann, Kaiser Franz Josef, sagte, Deutschland weiß nicht, was das für eine Bedeutung hat. Es hatte auf jeden Fall energetisch die Bedeutung, dass ein weiterer Österreicher, also der weibliche Österreicher, der meiner Meinung nach mit an dem Tod von Sisi verantwortlich war, war die Mutter von Kaiser Franz, die wohl einen großen Energieabfall bekommen haben muss, als Sisi gesagt hat, in Zukunft wird nicht mehr mit der Mutter, sondern mit mir regiert. Und Franz hat sich dann endlich für die deutsche Frau und nicht mehr für die österreichische Mutter entschieden. Und also hätte man
beim letzten Europameisterschaftsspiel, ihr könnt es auch recherchieren, ich hatte damals schon meine Telemedialanalyse dazu gemacht, Franz Beckenbauer Deutschland nicht verraten und ganz klar gesagt gegen Italien, man muss auch gedenken, dass es ein Italiener war, der unter diesem Motto war, man müsste eigentlich in jedem Fußballspiel, in einem Kampfsport erinnern, dass es ein Italiener war, der die deutsche Kaiserin Sisi, die Kaiserin der Liebe, erstochen hat. Und dass diese Schuld noch genauso wie der Schmerz im deutschen Volk liegt, auch die Schuld noch auf den Schultern von Italien liegt. Daraus erklärt sich für mich auch immer wieder, dass italienische Bürger in Deutschland die deutschen Gesetze weniger achten. Ich habe selber meine Erlebnisse damit gemacht, möchte die im Einzelnen nicht anklagen, weil es hier sich um ein energetisches Problem handelt. Auch in meinem Haus in Füssen stellten Italiener auf meinen Stellplätzen mit seiner Pizzeria, der seine Stellplätze auf meinen Stellplätzen seinen Wagen ab. Dann habe ich das nicht mehr erlaubt und jetzt, wir sind wenig da, stellt er dort seinen Müll ab. Also da sieht man, dieser Italiener nimmt auf jeden Fall alle Räume ein, die gerade nicht besetzt sind, ob sie ihm gehören oder nicht. Und es wird auf einer ordentlichen deutschen Fläche Müll abgeladen. Dass das die Stadt Füssen mit anguckt und der Bürgermeister dort seine Pizza for free kriegt, erklärt mir auch noch einiges. Ja, aber der Verrat von Franz Beckenbauer war, er hätte ganz klar diese Sache benennen müssen. Und als dann bei dem Europameisterschaftsspiel das Motto war, keine Diskriminierung gegen Minderheiten, war dann beim 2:0 des schwarzen italienischen Stürmers, hat er das Trikot ausgezogen und dafür hätte er sofort vom Platz gestellt gehört und er hat nur eine gelbe Karte bekommen. Denn das war natürlich nicht das Motto. Das Motto war keine Diskriminierung gegen Minderheiten. Aber was wir immer wieder haben, dass die Minderheit die Masse diskriminiert, das wird immer mehr, das sieht man. Die Minderheitsmeinung unserer Politiker schafft es immer noch, die intelligente Masse Deutschlands unterdrückt zu halten. Und da brauchen wir dringend einen Wandel. Jetzt zum Fußballspiel. Ich war vor vielen, vielen Jahren auf dem internationalen Kongress von der Telekom. Der Redner von deutscher Seite war nichts weniger wie eines meiner schwäbischen Vorbilder, Lothar Späth. Ja, der hat auch eine ähnliche Pressekampagne gehabt wie ich. Also da waren auch auf einmal alle aufgeregt. Sehr anerkannt in der Wirtschaft, unser schwäbisches Cleverle, als er dann seine Rede auf Deutsch hielt. Und es war ein internationales Publikum da, waren seine letzten Worte. Er sagte, egal, ob die Ärzte Latein sprechen und egal, ob die Sprache des Businesses Englisch ist, die Sprache der Entscheider ist Schwäbisch. Und damit hat er seine Rede beendet. Ich habe lange nachgedacht, was meint er damit? Ne? Und ich musste sehen, er hat recht. Denn als dann Mercedes mit Daimler Chrysler fusionierte, um hier die Überwachungssysteme auf den Autobahnen aufzubauen, für diese Funktion, dass Österreich mitmacht, haben sie dann den Voyager in Österreich bauen lassen, dass die da auch ein bisschen mal Auto bauen dürfen, ist dann doch der Skandal passiert, dass dieser Herr Schremp gar nicht mehr selber das Kommando hatte, sondern die Chefsekretärin hat ihre eigene Meinung dem Aufsichtsrat vorgelegt und es hat ihm dann der Stuhl gekostet. Aber das lag auch nur daran, dass seinerzeit der Herr Schremp von der Freundin meines ehemaligen General Managers, die damals noch einen Friseursalon in Stuttgart hatte, den Herrn Schremp zum Bäcker geschickt hat, während die Prinzessin dem Herrn Schremp, seiner Frau, die Haare gemacht hat. Und wenn dann eben eine Türkin eben einen wichtigen Mann mal einfach seither zum Einkaufen schickt, während sie der Frau die Haare macht und der latscht dann los, ne, und macht, was die Türkin sagt, was die deutsche Frau macht, liegt sehr wohl auf der Hand, weil die spricht auch Schwäbisch, ne, dass schon Schwäbisch die
Sprache der Entscheider ist, aber in Wirklichkeit ist es das Schwäbische nicht die Entscheidung der Männer, sondern der Frauen. Also die schwäbische Frau hat die Hose an, bei uns, auf jeden Fall im Remstal. Gegenüber vom Remstal liegt Vilstal. Also Geislinger liegt ungefähr 30 Kilometer von Lüderhausen so südöstlich und Grunbach liegt so südwestlich 20 Kilometer. Warum Grunbach? Oder warum Geraldstädte? Weil aus Geraldstädte, Grunbach, da aus dem Remstal, kommt der Jogi Löw und der Klinsmann kommt aus Geislingen. So, also beide Ziehkinder von MV, von Meier Vorfelder. Und jetzt zum Spiel. Ich musste mich raushalten, ne? Also gegen Ghana durfte ich nicht mal zugucken. Da bin ich auf dem Berg und habe für euch eine Sonnenwendfeier gemacht. Und für euch telemediale Freunde. Und habe mich komplett des Spieles entzogen, damit ich in keinen Konflikt komme. Weil ich will natürlich einerseits aus Deutschland gewinnt, aber unseren Adel fürs neue Heilige Königreich, für den neuen deutschen Adel, der kommt aus der Königlichen Föderation von Westafrika und da gehört eben nicht nur Benin, Nigeria und Togo dazu, sondern auch Ghana. Und deswegen bin ich so zufrieden, dass das unentschieden ausgeht. Dadurch bin ich in keinen Konflikt gekommen. Ne? So, jetzt, wie geht das Spiel aus? Meine Prognose, Telemedialprognose. Das telemediale Fußballhoroskop. Also wesentlich ist ja, dass der Trainer von der USA Jürgen Klinsmann ist, dass das schon Verrat ist. Das ist schon wieder Verrat. Ne? Der Beckenbauer hat uns verraten, der Klinsmann hat sogar der VfB verraten, dass er zu Bayern ist. Ne? Also das wegen Geld oder wegen sonst was, das hätte der Klinsmann nicht machen dürfen. Er hätte im VfB treu bleiben müssen. Ne? Also da hast du die Golfach vom Franz Eisager gelassen und da hat er halt zweimal gewonnen. Aber wenn einer, der in der Kreisklasse alles aufgestiegen ist, ich bin der Meinung, der hätte im VfB treu bleiben müssen. Aber ich habe auch meine Erfahrungen mit dem VfB gemacht. Da war was nicht in Ordnung. Und vielleicht, ich kann es verstehen, es gibt auch einen Grund, warum man im VfB und seinem Marketingmanagement nicht treu sein kann. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. So, aber wir haben es wieder. Der Jogi Löw, ein Schwab und der Klinsmann, ein Schwab. Also wieder, wie das Spiel ausgeht, entscheidet die zwei, ob sie miteinander schwätzen oder nicht. Die Entscheidung, wie gespielt wird und wie es ausgeht, ist für einen Schwab immer nur strategisch. Und man wird gucken, welchen Gegner kriegt man im Endspiel mit welcher Konstellation. Und ist für uns alles besser? Dann aus dieser Strategie wird der Jogi Löw entschieden spielen wollen. Wird er, oder will er Zweiter werden, wird er diese Position erreichen, weil im Turnier nur wichtig ist, dass ich dran glaube, welchen Gegner knack ich wo. Also ist erstmal Strategie. Gewinnt Amerika gegen Deutschland, weil der Klinsmann die trainiert hat, ist es auf jeden Fall ein Verrat an der deutschen Nation und an der deutschen Fußball, aber es ist eine schwäbische Entscheidung. Gewinnt wiederum der Jogi Löw, dann ist für mich erstmal alles in Ordnung, weil sich das so gehört mit der deutschen Nationalmannschaft und es kann auch gar nicht anders sein, weil das geht einfach nicht. Das ist ja von der Sache der Natur, würde sozusagen Amerika im Fußball gegen Deutschland gewinnen. Das ist dann genauso, wie wenn Ameise bei mir durch die Küche läuft und ich frage sie, ob ich hier wohnen darf. Ne? Das ist ungefähr der Vergleich,
wenn eine Nation wie Amerika im Fußball gegen Deutschland überhaupt den Anspruch hat, gewinnen zu wollen. Ne? Selbst mit einem Klinsmann. Also deswegen ist für mich der Ausgang des Spieles nicht, wer gewinnt, sondern wo hocken die Verräter? Und wo hockt die Wahrhaftigkeit? Und wo hockt der Friede? Und wer Gott welche Strategie? Aber egal, was passiert, entschieden wird von Schwabe. Also das Schicksal des deutschen Fußballs weltweit ist in die Hände von zwei Schwaben. Denkt man erst mal. Aber ich bin sicher, wie gespielt wird, sagt der MV und sonst keiner. Und ich bin mir sicher, insgesamt hat der MV mehr zum Sagen wie der Franz. Mit Recht. Weil eben die Sprache der Entscheider nicht bayerisch, sondern schwäbisch ist. Und das muss man verstehen. Was einmal heißt, die Macht zu haben und einmal der Einfluss. Also, was ist für uns national global besser? Ich würde mir wenigstens wünschen, dass Deutschland eigentlich gleich schon jetzt in der ersten Runde rausfliegt wie Spanien, weil dann könntet alle mal noch eine Weile denken gehen und würdet nicht nur in der Blödheit die Fahne schwenken im Proll. Ja, wir sind Deutschland, aber letztendlich hat doch jeder, der da die Schwane schwingt und prollt, kein Rückgrat, mal unserer Regierung zu sagen, so Gott nicht weiter. Ne? Sondern da betet er dann, dass euer Hartz IV erhalten bleibt, ne? Und verkauft eure Seele an der Hartz IV. Ne? Also das sehe ich als hochkritisch, dass ihr euch dann denkt, ihr seid immer noch die Sieger der Welt, wenn ihr wieder mal bis in die Endspiele kommt. Ne? Und ihr werdet dann wieder nichts kapiert haben und denkt, ihr seid Könige, aber ihr seid nicht in der Lage, das Königliche zu achten, weil ihr nicht kapiert habt, dass der Fußball-Lichtgestalt Kaiser Franz gar kein König ist, sondern nur ein Fußballkönig, aber nicht kein wirklicher. Er hat sich die Resonanzenergie der Liebe der Kaiserin Sisi bedient, aber sie ist nicht da. Ne? Und wir haben das ja auch gelernt, dass wir als die Königin der Herzen, Prinzessin Diana, starb, auch nur eine Projektion war. Wir hätten besser für die Liebe unserer Kaiserin Sisi geheult, so wie wir das alle Jahre wieder in Weihnachten machen. Aber dort wird uns nicht wirklich die wahre Geschichte erzählt, denn dort erfahren wir nicht, dass sie von einem Italiener erstochen wurde. Und das müssen wir mal ganz klar sehen, dass dann eben bei dem Spiel Deutschland-Italien, bei der Europameisterschaft im Finale, dieser italienische Spieler, auch noch ein Schwarzer, ne, das war mir ja extra arg, ne, weil ich ja von den afrikanischen Königen den Adel gekriegt habe, ne, nehmen die so einen Straßenfußballer, der haut da knallhart durch, ne, haut zwei Tore rein und zieht das Trikot aus und damit war energetisch die Tür zu. Deutschland konnte energetisch gar nicht mehr gewinnen und die Kraft aufbauen, weil jetzt eine globale energetische Ungerechtigkeit aufgestellt war, nämlich die Unterdrückung der deutschen Nationalmannschaft, wenn das Motto keine Diskriminierung ist, giltet auch das nicht nur gegen Minderheiten, sondern auch die Minderheit darf nicht die Masse diskriminieren. Würden wir uns vorstellen, die deutschen Frauen hätten das Trikot in den Rängen ausgezogen, hätten die Italiener nicht mehr spielen können, weil die mit der Stange in der Hose als Schwanz gesteuert rumgelaufen wären und hätten dann natürlich nämlich gewonnen. Ne? Ja. Und was der Schiedsrichter, wo der mal guckt, hätte, wäre auch nochmal eine andere Sache gewesen. Also kommt immer darauf an, wer hinterm Tor steht und nicht im Tor. Ne? Und was da dahinter gemacht wird. Aber die deutsche Frau haben die Trikots Unterklasse. Die deutschen Spieler haben die Trikots Unterklasse. Aber die italienische Mannschaft hat unter diesem Motto des Spiels die Regel gebrochen. Und auch noch mit dem Stürmer, der die Tore geschossen hat. Und somit ist für mich das Spiel ungültig. Und da der Franz nicht gesagt hat, zum Ausgleich, ne, ihr müsst aber jetzt alle wissen im Stadion, ne, dass es ein Italiener war, der die Kaiserin Sisi erstochen hat, ne, wobei das ja noch eine Landsmännin von ihm ist, ne, er ist ja Bayer, ihr bester Freund war der König Ludwig, ne, also ist es doppelter Hochverrat von Kaiser Franz am deutschen Adel und an der Kaiserin Sisi, dass er sich dieser Energie bereichert. Jetzt fängt an, die Burge langsam zu wackeln. Der andere Schwabe,
der Ulmer, ne, der ist schon langsam auf Kurs. Der macht ein gutes Geschäft. Ne? 1 Million pro Monat ist nicht schlecht. Ne? Ist ein gutes Geschäft. Wer macht das schon? 1 Million pro Monat. Ne? Hä? Uli Hoeneß. Naja, 25 Millionen Erschlager mit Bewährung kommt er nach 25 Monaten raus. Ist ein Geschäft von 1 Million im Monat. Das ist nicht schlecht. Ne? Das ist nicht schlecht. Ne? Ist auch günstig weggekommen. Ich denke, andere sitzen auch 2 Jahre drin. Die haben ein paar Stellen hinterm Komma weniger. Ne? Haben wir da wirklich eine Gerechtigkeit? Und dass dann noch vorher Umfragen gemacht werden, ob Hoeneß in den Knast soll oder nicht, da macht man auf Facebook und überall Meinungsumfragen. Ne? Ja, das ist nur zur Orientierung. Aber können Sie ja machen, wie Sie wollen. Ich wollte mal nur sagen, wie steht es so um deutschen Fußball? Ne? Und ich denke, so wie wir viele gute deutsche Produkte an die Amis verkauft haben, die mit dem Geld alles in China produzieren lassen und China wieder Afrika aufkauft mit dem Geld, ist doch ein netter Kreislauf, wenn unser deutsches geistiges Gut von den Amis vermarktet wird. Ne? Die machen das Know-how-Handling, die Chinesen, die haben genug Manpower, die bauen es und mit allem Geld der Welt kauft man Afrika. Das ist ja mal eine nette Geschichte. Ne? Also deswegen plädiere ich nochmal, liebes Deutschland, baut den Weltmeister mal endlich in euch auf, kommt wieder zu einer Zivilcourage und glotzt nicht außer dieser blöden Ersatzbeschäftigung nach. Ihr habt da sowieso nichts zu sagen, weil die Sprache der Entscheider ist Schwäbisch. Das müsst ihr einfach akzeptieren. Ich muss es auch akzeptieren. Mir ist auch nichts anderes übrig geblieben. Ich habe lang drüber nachgedacht und heute muss ich sagen, hey, ja, 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 der Lothar Späth hatte recht. Die Sprache der Entscheider ist Schwäbisch. Herz 5 und Hua Jai Ha.
Ja, es gibt noch einen kleinen Nachschlag aus dem Vereinten Heiligen Deutschen Königreich zum Thema Fußball. Ich muss noch kurz zurück. Was ist denn 2006 passiert? 2006 sind wir ins Finale um der dritte Platz gekommen, leider nicht um der erste. Ich glaube, weil wir wieder gegen Italien von der Platte gefegt wurden. Ich glaube, da haben wir wieder gegen Italien. Ja, ich glaube, die waren strategisch da besser. Und der Trainer hat da Deutschland strategisch ausgespielt. Sonst wären wir vielleicht tatsächlich leider in Berlin gelandet. Ja, was die Leute, die das Fußballspiel 2006 im Fernsehen gesehen haben gegen Deutschland, Portugal, ne? Was da vorher im Stadion war. Ich hatte das Glück, eine VIP-Karte zu haben für dieses Finale. Ich bin kurzfristig von der Deutschen Telekom eingeladen worden, weil da schon jemand abgesagt hatte und ich war auf der kurzfristig auf der Warteliste und bin dann dort mit dem Andreas Meilicke gewesen. Den habe ich mitgenommen. Heute hat meine Tochter gesagt, hätte ich mal besser mich mitgenommen. Ne? Aber es war Andi Meilicke, mit dem habe ich übrigens den Welthit, den deutschen Welthit, Lieber Tod, bitte segne mich, gemacht. Das ist ein gemeinsames Werk von ihr und mir. Also Meilicke, Homauer ist vielleicht in Zukunft sowas wie Lennon und McCartney. Ne? Und als Gütesiegel für gute spirituelle Musik waren wir dort. Und es war eine gute Stimmung. Und ratet mal, was da im Stadion für ein Lied gesungen wurde. Ich sing's euch. Stuttgart ist viel schöner als Berlin, schöner als Berlin, schöner als Berlin. Stuttgart ist viel schöner als Berlin, schöner als Berlin, schöner als Berlin. Ja, das haben die Leute gesungen. Es war eine tolle Stimmung. Und dann kam Meyer Vorfelder ins Stadion. Und ich weiß nicht warum. Alle haben den Meyer Vorfelder ausgepfiffen. Doch dabei hatte doch Stuttgart zu verdanken, dass das Halbfinalspiel in Stuttgart stattfinden wird. Und da ja die Sprache der Entscheider schwäbisch ist, war ja auch ganz klar, dass wir das Endspiel halt nur um der dritte und nicht um der erste Platz machen können hin. Weil ja wir, wie gesagt, gegen Italien da auch wieder verloren hin. Und deswegen, Thomas, ich bin konzentriert. Ja, du wackelst mir zart dahinter rum, bringst mich ganz durcheinander. Der ist so verspielt mit seiner neuen Technik. Ne? Ja, also, auch dieser kleine Nachschlag. Ne? Ich fand es nicht schön, dass Meyer Vorfelder im Stadion ausgepfiffen wurde. Denn ohne ihn hätte sie nicht mal pfeifen können, denn er hat es dafür gesorgt, dass das Halbfinalspiel um der dritte Platz in Stuttgart war und dass dann dort Deutschland landet. Wisst ihr ja jetzt warum? Die Sprache der Entscheider ist Schwäbisch. Und nochmal, Herz 5 und Hua Chai.